Sari spricht vor. Lilly steht in der Schule vor ihrem Klassenzimmer. Sari läuft zu ihr. Lilly, ich spreche nach der Schule für eine Rolle in einem Theaterstück vor. Kommst du mit? Nein. Bitte, ich kann das nicht allein. Ich bin so nervös. Du schaffst das. Nein, schaffe ich nicht. Wenn ich zu nervös bin, werde ich bestimmt ohnmächtig. So etwas passiert nur im Fernsehen. Nein, so etwas passiert, wenn man im Theater für eine Rolle vorspricht. Bitte komm mit, Lilly. Ich brauche dich. Okay. Danke. Sie gehen zu dem Theater. In dem Raum, in dem die Schauspieler vorsprechen, sitzt Oskar. Ihr Kunstlehrer. Was? Der Regisseur ist unser Kunstlehrer? Deshalb war ich so nervös. Okay, ihr beiden, können wir anfangen? Moment, ich muss mit dir vorsprechen. Natürlich. Deshalb solltest du mitkommen. Keine Angst. Zusammen schaffen wir das. Lilly sieht plötzlich sehr blass aus.
Lilly, ist alles in Ordnung? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich... Lilly wird ohnmächtig. Lilly! Etwas später wacht Lilly auf. Siehst du, man wird wirklich beim... Vorsprechen ohnmächtig. Sari. Danke, dass du mitgekommen bist. Und ich habe gute Nachrichten. Ich habe die Rolle. Nachdem du ohnmächtig geworden bist, war ich gar nicht mehr nervös. Ich war richtig gut. Und du hast auch eine Rolle. Was? Ich habe gar nichts gemacht, außer ohnmächtig zu sein. Genau. Und du lagst so gut auf dem Boden, dass du in dem Stück die Rolle der Leiche bekommen hast. Oh. Eigentlich ist das ganz cool.